meinst du das denn? Bei der Gnade Asuras, hat man denn hier gar keine Privatsphäre mehr? Raus hier! Warum? Verleiht nicht, warten wir. Ihr seht aus, als verstündet ihr euch auf Veränderung. Ach, tue ich das? Vielleicht könnt ihr mir etwas beibringen. Warum sollte ich dir was beibringen? Akatosh kann dir was beibringen. Ne, Akatosh? Er verändert sekündlich was, und zwar die Zeit. Yay. Ich stehe Akatosh auf der Brust. Wo gehst du hin? Ich hoffe, es lohnt sich. Hey. Amusei! Was ist los? Ich weiß es nicht. Akatosh ist los, weil er hier steht. Darf er hier stehen? Es ist der Talos-Platz, nicht der Akatosh-Platz. Akatosh. 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 Ich kann mich nicht mehr auf die Statue setzen. Kann ich vielleicht von hinten auf die Statue springen? Ach komm, der Rücken bietet sich doch gerade an. Auf dem Rücken steht, besteig mich! Ich flieg dich hier weg. Ich flieg dich überall hin, wo du willst. Auch wenn ich nur eine verdammte Steinstatue bin. Ah, Tibet Septim Hotel. Ich bitte es eigentlich. Ich bin noch gar nicht in der Luft. Wow, ich war einen Zentimeter vom Boden entfernt. Ihr könnt nicht in der Luft rasten. Ihr könnt es nicht. Gut, wir gehen ins Tibet Septim Hotel. Tibet Septim. Wer auch immer das war. Euer Schiff wirkt geschmeidig. Ich wette, ihr seid ein famoser Akrobat. Quinas. Steht dein Essentiell eigentlich auch auf Always? Wenn nicht, bist du sowieso des Todes. Ich kann nicht! Es tut mir leid! Aber welche Käse oben offen liegt, muss ich's mitnehmen? Er weint an. Schicken, nehme ich mit. Nimm mich mit, Chicken, nimm mich mit. Wir sind hier so ganz traurig. Wir vergammeln hier noch vor uns rum. Nimm uns mit. Umarme uns mit deinen liebevollen Federn. Und spiel Fußball mit Silbertellern. Ich hab gerade eine super Idee. Auch wenn das Personal mich nachher dafür hassen wird. So. Jetzt, wo wir das Essen mitgenommen haben, müssen wir nur noch den Tisch abräumen. Ach komm, das geht besser. Ich hab gesagt, Tisch abräumen. Räumst du jetzt den Tisch ab? Mein ganzer Witz jetzt stört. So, geht doch. Finger des Berges. Steckt euren Finger in den Berg. So. So, Tisch ist fast abgeräumt. Nur noch das Besteck muss runter, was da vorne liegt. So, abgeräumt. So räume ich auch immer zu Hause die Tische auf. Ich pack mein... hier, Finger des Berges, Zauber aus. Und Blitzdingse einfach. Das Besteck und die Teller. Und alles andere, was auch noch da drauf liegt. Hier hat ein totaler Kampf stattgefunden. Mist. Jetzt lasst mir doch meinen Spaß, Leute. Kommt schon. Hört auf, so enttäuscht den Kopf zu schütteln. Stirb! Stirb! Stirb, Keramikrug! Stirb!
Und Besteck auch. So, Besteck ist weg. Tut mir leid, Chicken. In diesem Bett darfst du leider nicht rasten. Warum sollte ich in diesem Bett rasten wollen? Vielleicht um die Zeit zu überbrücken, aber wir können auch einfach uns lustig gestalten. Darf ich überhaupt sein? Ja, darf ich. Hallo, Atraena. Was war das? Ich wollte doch gerade sagen, du bist doch die eine Frau von Barmelin, dessen Mann wir hier getötet haben. Dieser Skoma-Besessener für die dunkle Bruderschaft. So benutzt man ein Bett nicht, aber auch egal. What? 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 Wieso hat das Zimmer da vorne einen Tisch und das hier nur ein Bett und einen Schrank? Und das auch. Ach gut, wenigstens eine Blumenvase. Oder auch nicht. Blumenvase des Todes. Los, öffne dich, Tor. Zum Zimmer. Eine Blumenvase. Eine Blumenvase. Und Luft. 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 Was machst du immer noch auf dem Tisch? Gehst du runter von meinem Tisch? Mein Tisch. Was machst du da schon wieder? Tze, 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 tze. Mein Tisch. Das Tiber Septim Hotel ist gar nicht so toll, wenn die hier nicht mal aufräumen können. Ich meine, guck, ich war in diesem Raum noch nicht und hier liegt eine Silberschüssel auf dem Boden. Das ist nicht mein. Ich war es nicht. Nicht mein Verdienst. So. Ja. Alles Alessias Schuld. Also geh weg. Ja, Regale sehen auch scheiße aus. Die sind viel zu vollgestopft. So, jetzt hat hier ein wirklicher Kampf stattgefunden. Am besten noch die Flaschen in der Gegend herum zerstreuen. Da wird das Putzpersonal total viel zu tun haben. Chicken ist ein böses Hühnchen. Ja, wie spät ist es? Wir haben sehr viel Zeit totgeschlagen. Eine Münze für einen alten. Oder geblitzdingst. Fusch. Ja, fliegt noch weiter in den Himmel. Das Ding ist immer noch doof. Grüßt, Dunmeer. Jolring, der Diener. Ich diene Meister Umbakano seit vielen Jahren. Wer ist dieser Umbakano? Mein Meister Umbakano ist in ganz Cyrodiil als Sammler von eileidischen Antiquitäten bekannt. Er ist immer auf der Suche nach seltenen Artefakten aus dieser Zeit. Zum Beispiel zwei Statuen, die habt ihr etwas, das meinen Meister interessieren könnte? Aufgesammelt haben. Ja, habe ich. Wirklich? Dürfte ich es bitte einmal sehen? Ich glaube, mein Meister würde euch gerne sofort sprechen, wenn ihr mir bitte folgen wollt. Ich soll dir folgen. Aber vorerst mal. So, als Rache von vorhin, dass er mich rausgeschmissen hat. Ja, räum das auf! Räumst du auf?
Was kann ich für euch tun? Ja, Fragen. Ich hätte gerne eine Frage. Du standest doch vorher noch da unten. Wie kam es, dass du auf einmal hier stehst? Darf ich deinen Käse haben? Darf ich? Käse. Ja? Habt ihr etwas, das für mich von Interesse sein könnte? Oh, einer der 10 Ahnen. Haltet ihn hoch ins Licht. Ja, vorzüglich. Es ja, war ganz richtig 10. von euch, ihn zu Gibt mir 10 zu bringen. 10 solcher Statuen. Ich bin daran interessiert, mir alle 10 dieser Statuen anzueignen. Wenn ihr sie zu mir bringt, wenn ihr sie findet, bezahle ich euch für jeden von ihnen das Doppelte. Ich würde euch diese Statue zu gern sofort abnehmen. Ich nehme doch an, das ist der Grund eures Besuchs. Ja, eigentlich schon. Wunderbar. Vergesst nicht, ich zahle euch gern denselben Preis für jede weitere, die ihr findet. Und ich verdopple euren Lohn, wenn es euch gelingt, alle 10 wiederzufinden. Ich freue mich auf eine lange und für beide Seiten profitable Geschäftsbeziehung. Ja? Ah, ein zweiter Ahne, hervorragend. Ich hatte mich schon gefragt, ob ihr mit dem ersten nur Glück hattet, aber wie ich sehe, besitzt ihr tatsächlich Talent für diese Arbeit. Nur kann man nichts gefunden. Das Glück wollte es, dass ich bei meinen Nachforschungen auf neue Informationen stieß, die euch bei der Suche nach den übrigen Statuen helfen könnten. Und was habt ihr herausgefunden? Ich bin auf die Namen einiger Eileidenstädte gestoßen, in denen man die Statuen während der Belagerung des Weißgoldturms in Sicherheit gebracht hat. Die einzigen Orte, die noch heute ihren alten Namen tragen, sind Moranda, Makamentain, Venyandavik, Ninendava und Farnakas. Es gibt freilich keine Gewähr dafür, dass meine Quellen stimmen. Bei Farnakas aber sie liefern zumindest waren wir, einen Ausgangspunkt für eure Suche. Egal. Lasst mich in Ruhe. Hallo. Warum wollte ich in Ruhe laufen? Lass mich aufstehen. So, der Typ ist weg. Jetzt tut er erstmal seine kostbaren Statuen in den Schrank. Aber wieso ist da nur eine drin? Ich hab dir doch 2 gegeben, du Arsch! 2! 2! Da habe ich die anderen nur noch. Nein, den Falkenstein behalte ich. Ach so, da steht die andere. Wieso steht die da? Und wieso nicht in deinem Schrank? Ja, und so faul wie ich war, habe ich mir mal den Standort der restlichen 8 Statuen aufgeschrieben. Beziehungsweise nicht die... Ja. Aber wir gehen jetzt erstmal nach... Namira. Wie viel das auch von den Füßen haben. Hallo! Namira! Hier. Fürst der Geister und so ein Kack. Oder habe ich mich da verzählt? Warte, ich guck mal nach. Namira, wo bist du? Ja, Geister. Herrscherin der verdunkelten Gemüter. Du magst also die Dunkelheit. Hey, ich bin auch ein Freund der Nacht. Also, wir beide werden sicherlich sehr gut miteinander auskommen. Das einzige Problem ist, ich bin zu hübsch. Mein Charisma ist zu hoch. 51, wie grässlich. Ich muss hässlicher sein. Und deswegen trinken wir billigen Wein. Bing. 11. Das sieht doch schon mal viel besser aus. Mit wem muss ich reden? Mit dir. Ah, das ist viel besser. Jetzt seid ihr abstoßend. Zumindest ziemlich. Andere werden euch widerlich und abscheulich finden. Namira könnte zufrieden sein. Tretet an den Schrein. Deswegen mag sie auch die dunklen Gemüter, weil eure Hässlichkeit nicht im dem Dunkeln zu sehen ist.